Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Jo, hallo Jürgen. Hallo, Klauskus. Jetzt hatten wir gedacht, mit Schmünker hätte man die optimale Konstellation im Sturm gefunden. Aber ja, durch die Verletzung von Patrick Schmidt ist alles wieder Makulatur. Jetzt wurdest du mit der Aussage zitiert, dass man bis zur Winterpause vielleicht mit einer Nachverpflichtung warten würde. Ist das nicht ein bisschen kritisch? Was passiert denn, wenn sich Kai Brünker verletzen sollte? Ja, natürlich. Ich habe jetzt so gesagt, natürlich halten wir die Augen offen und gucken, was jetzt noch am Markt ist. Wenn es passt und Sinn macht, sage ich mal, dann werden wir natürlich schon jetzt noch jemanden verpflichten, ist ganz klar. Also so naiv sind wir nicht. Aber nur was zu machen, dass der Kader aufgefüllt wird, ja, wo man nicht überzeugt ist davon, das macht, finde ich, keinen Sinn. Dann muss man halt, dann macht man sich den Kader zu groß und hat vielleicht im Winter nicht mehr die Option, nochmal nachzulegen. Und im Winter, wenn das Transferfenster offen wird, ergeben sich einfach andere Möglichkeiten, dann wieder vielleicht den einen oder anderen Spieler wirklich zu holen, der uns weiterbringt. Aber natürlich sind wir noch auf der Suche und gucken auch international, sage ich mal, außerhalb Deutschlands, was da noch am Markt ist. Aber wie gesagt, es muss heute sportlich und wirtschaftlich einfach machbar sein. Und ich finde, es bringt nichts, wenn man einfach nur nach außen irgendwas macht, um gemacht zu haben. Und es macht wenig Sinn für sportlich oder für die Mannschaft dann. Du bist ja öfters in Albanien, wie wir gesehen haben. Gibt es da vielleicht interessante Kandidaten? Also öfters ist es übertrieben, sag ich mal so. Nein, das war mal eine gute Gelegenheit und die haben wir dann genutzt und so. Und ja, da waren schon interessante Spieler dabei, ob in Albanien oder auch in der rumänischen Mannschaft. Mit Sicherheit der eine oder andere, der auch gut zu Gesicht stehen würde. Ja, okay. Aber der kommt jetzt frühestens zur Winterpause dann. Frühestens, ja. Frühestens. Okay. Ja, aber da war doch noch was anderes, denn ihr hattet ja eigentlich vor der Verletzung von Patrick Schmidt noch einen Verteidiger gesucht. Ist das auch noch auf dem Plan oder habt ihr jetzt da aufgrund der aktuellen Situation einfach eure Planung geändert? Ja, ich sag mal, wir haben das ein bisschen zurückgestellt jetzt. Natürlich beobachten wir den Markt auch, aber aktuell ist Biane ist wieder fit jetzt, Bonnet. Also wir haben alle Spieler am Markt und von dem her drückt uns da nicht so der Schuh jetzt, dass wir jetzt reagieren müssen. Ich glaube, im Sturm ist es erstmal wichtiger. Aber wir beobachten natürlich, ob noch ein Innenverteidiger auch da wäre, der passt. Ja. Soll das dann jemand eher aus dem Nachwuchsbereich sein oder jemand, den man auch quasi entfertigen Spieler? Ja, aber er soll schon etwas jünger sein. Also wir suchen jetzt keinen Ü30-Innenverteidiger, den wir noch dazu nehmen können, sondern schon was Jüngeres, wo aber natürlich gleich auch uns weiterhilft in der dritten Liga, den wir auch einsetzen können. Ja, ja. Kommen wir zum Spiel. Bielefeld kennst du ja aus deiner Trainerzeit in Saarbrücken noch sehr gut. Da gab es ja auch ein paar Auseinandersetzungen. Die sind dann auch aufgestiegen und haben dann quasi in der Zeit damals die Basis für das geschaffen, was man jetzt in den letzten Jahren so erleben konnte. War immer ein harter Widersacher für den FC. Was erwartest du denn vom aktuellen Team unter Mitch Kniat? Ja, ich glaube schon, dass sie jetzt noch unter Wert dastehen, momentan in der Tabelle. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, einen sehr guten Kader und bin mir sicher, dass sie schlussendlich auch oben mitspielen werden, oben mit dabei sind. Deswegen, es wird ein ganz hartes Spiel am Freitagabend. Ja, Bielefelder Alm weiß jeder. Die Zuschauer sind auch sehr euphorisch und frenetisch, sage ich mal so. Also es wird ein hartes Stück Arbeit für uns. Aber wir haben diese Saison schon gezeigt, wir können mit jedem Gegner mithalten und das müssen wir da auch wieder jetzt in Bielefeld beweisen. Ja. Gestern war Felix Magath hier und man hat mir eben erzählt, du hast dich länger mit ihm unterhalten. Was war denn der Hintergrund des Gesprächs? Sucht ihr noch jemanden im Stab, kleiner Stab? Also aktuell, aber ich kenne den Felix ja schon länger, wir kennen uns schon. Und nein, wir haben uns nur kurz ausgetauscht, was er so macht, wie es ihm geht. Er hat gefragt, wie es hier so läuft, alles. Also was von hast dem, du gesagt? Ja, durchwachsen momentan. Ja, nein, okay. Natürlich hätten wir mehr Punkte, das wissen wir alle. Aber nee, wir haben uns nur kurz ausgetauscht und mit ihm ist immer sich schön zu unterhalten. Ja. Nee, war auch gestern Abend, war ja eine Veranstaltung, war wunderbar. Ja. Jo, ich danke dir und dann schauen wir mal, wie es in Bielefeld läuft. Ne? Alles klar, danke dir. Danke. Jo, ciao.